So, Neues über Sussman? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld. Willkommen daheim, Red. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden? Corporal? Ja, Ma'am. Ist alles okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Red? Sie sind ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die Deutschen Sussman. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf. Ja, das sollte man auch. Also ganz ehrlich, Leute. Warum bei so einer Aktion zu machen? Ganz ehrlich. Ich würde auch nicht meinen besten Freund aufgeben. So, dann sind wir jetzt zum letzten, aber auch wirklich den letzten Missionen angelangt von World War II. Genießen wir es mal. Und März 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Ja. Und deswegen würde man sagen, wir machen das und viel Spaß in der Cutscene. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin?
Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Platoon. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgegeben. Turner ist tot! Sein Tod soll Wert haben! Kein Opfer zu groß! Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen! Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert und bei meinem Mädchen. Scheiße, mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Na siehste, haben wir es doch geschafft, wieder reinzukommen. Auf geht's. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Sichern wir den Brückenzugang! Ja, Sergeant! Kommt jetzt! Hey! Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln! Das werde ich nicht. Kommen Sie! Attacke! Der Konvoi geht ins Deck und es ist zur Brücke vorstoß! Feuer von der Straße! Juhu! Au! Ja, warum die schon wieder so ein Panzer warten? Dann geht ihr vor in das Menü. Danke. Wer war das schon wieder? Yeah.
voll die SCG haben. Dankeschön. Ruhe. Krautfresser sprengen die Brücke. Wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladungen. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Na los, gehen wir. Ihr zwei, entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Unten und wachsam bleiben. Feind entdeckt. Zu erledigen! Alle okay! Feind entdeckt! Das hört sich nicht gut an. Stukas! Alle drauf! Wir haben es ja beinahe geschafft hier. Ja.
Ja, nimmst du mal? Dankeschön. Du jetzt. Alter, schon was? Noch ein 3. Ruhe! Ich kann mal kurz zeigen. Nicht aufgeben! Ja, Sir! Oh, knapp. Das waren alle! Okay, Maler. Dann kann man ja eigentlich dann. Naja. Ich glaube nochmal schnell Munition holen, damit wir hier noch genügend haben. Weil Munition haben wir ja nicht. Okay. Die Flieger werden die Brücke zerstören! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Na auf! Daniels, Howard! Hier nach! Bewegung, los! Rauch und Sperrfeuer, sofort! Was meinst du, was ich gerade mache, du Schnecker? Daniel, dann auf geht's. Abwurf. Die Brücke schützen! Links! Drei Uhr! Erwischt! Weiter feuern! Du packst das, Daniels! Nicht nachlassen! Schwing nach links! Treffer! Sie haben dich gesehen, Daniels! Seite! Auf! Alles klar! Unsere Flieger sind hier! Das Geschütz war gerade noch so, ne? Jetzt greifen sie uns mit allem an, was sie haben. Atemzug hier. Hier ist das drin. Wuhu! Wuhu! Wuhu!